So, hallo, wir machen weiter. Bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir sind im Dorf der Orni angekommen, haben uns allerdings im Dorf der Orni selber noch nicht umgeschaut. Dafür haben wir beim Kleberkurier angefangen und müssen da jetzt verschiedene so, ja, Aufgaben erfüllen. Aktuell dieses goldene Pferd fangen, was noch nicht geht, weil wir nicht genug Ausdauer haben. Ich bin jetzt aber gerade, weil wir letztes Mal auch eine Hieroglyphe, eine Geoglyphe, ich sage immer Hieroglyphe, Entschuldigung, eine Geoglyphe gefunden haben, mit der ich noch nichts anfangen konnte, bin ich jetzt noch mal kurz in den Tempel hier gegangen. Ich will nämlich mal von den verschiedenen Viechern hier Fotos machen, falls die mir mehr zeigen sollten. Nur für den Fall der Fälle, dass das irgendwas bringen könnte. Just in case. So, einmal von hier. Ja gut, das bringt jetzt nicht so viel. Aber egal. Ach lol, die sind einfach immer noch hier. Die bleiben jetzt auch hier, oder wie? Solltest du auf die Suche nachdenken, könnte dir eine Kopie dieser Karte von Nutzen sein. Ja, gut. Habe ich gerade gemacht. Jetzt würde mich nur interessieren, zeigen diese Dinger vielleicht auch den Ort der Träne? Weil bei dem Ding war es ja. Nee, okay. Na, bei dem Ding war es ja hier am Kopf. So, da oben. Da war es ja hier. Wenn dieses Ding hier an der Wand ist, zeigt das vielleicht den Ort der Träne? Wo ist denn der? Ja, wo ist denn der? Da. Nee, auch nicht. Weil, wie gesagt, die war ja hier. Die war ja hier. Und das sind ja alles. Also es sind ja überall diese Dinger. Jetzt weiß ich halt leider nicht mehr, woran man gesehen hat. Scheiße. Woran man gesehen hat, dass da die Träne ist. Das war, also damals war es hier. So. Und das Viech, was ich gerade gefunden habe. Nee. 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 Das hier. Das ist das Viech, was ich gerade gefunden habe. Oder sind halt auch einfach mal 3 Millionen. Sch Oh, Scheiße. Okay, das muss ich irgendwie anders rauskriegen. Also der sagt mir, die Dinger hier sagen mir das nicht, wo die Tränen sind. Die Dinger sagen mir das leider nicht. Ach, hör doch auf. Weil es war, wie gesagt, es war hier. Genau da. Ach, so ein Käse. Und jetzt habe ich es aber bei dem anderen Viech nicht wirklich gut gesehen, ob da irgendwas irgendwie in irgendeiner Form ist. Muss ich da dann immer mit so einem Ballon hin und da hochfliegen oder wie? Also, ich bin ein bisschen überfragt. Ich muss gestehen, ich bin ein bisschen überfragt. Also hier ist die Figur. Aber wie kann ich da jetzt in der Luft? Weiß ich nicht. Weiß ich jetzt nicht. Ich könnte halt nochmal von dem Turm aus. Das hat halt auch nicht so viel gebracht. Ja, komm. Wir versuchen es einmal nochmal vom Turm aus. Einmal versuchen wir es nochmal vom Turm aus. Aber ich glaube halt.
das muss man irgendwie anders machen. Wahrscheinlich braucht man wirklich so so einen Ballon. Aber da war es halt auch kein Ballon in der Nähe, ne? Das ist alles ein bisschen unkünstig. Ah, und weil ich vorhin meinte, ich kann ja da vielleicht rüberfliegen. Ich glaube, auch das geht nicht, weil auch da die Ausdauer nicht reicht mit dem Parasegel. Ne? Ich komme da niemals bis dahin. Ich muss diesen Weg hier gehen. Also wenn ich darüber möchte. Ja, wenn ich darüber möchte, muss ich diesen Weg hier nutzen. Oh, wir könnten mal. Okay, wir probieren mal was. Wir probieren jetzt mal was. So. Ah, das ist wieder zu weit weg gewesen, ne? Scheiße. Stopp! Das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Doch, das hat funktioniert. Nein, ah nee, nicht weiter abtreiben. Ah, Scheiße. Das könnte jetzt knapp werden mit dem, was ich machen wollte. Ah, es könnte noch funktionieren. Oh, ich komme noch ran. Yes. Okay, sehr gut. Ich weiß, es ist anders gedacht, aber es funktioniert auch. Und jetzt habe ich gleich theoretisch schon drei Stück. Ist hier irgendwas Spannendes? Nee, schade. Da ist nichts Spannendes, okay. Was ist das? Was bist du? Was kannst du? Hä? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber das sagt mir auch nicht. Also, das kann ich auch nicht einschalten oder so. Ja, keine Ahnung. Hä, was soll das sein? Wahrscheinlich kann ich sie irgendwo ranknüpfen, aber was bringt es dann? So irgendeine Verbindung oder Verknüpfung, aber keine Ahnung. Okay, egal. Hup.
muss nur aufpassen, wenn ich mich den Viechern gleich nähere. Jo! Dann haben die gleich wieder richtig Bock. Aber wir wissen ja, dass ein gezielter Pfeil die ausschaltet. Scheiße. Okay. Sehr schön. Ich baue mir gerade eine Schutzwand. So. Hilfe. Können wir uns nämlich schon den nächsten Kollegen krallen. Und komm jetzt mal hier drauf. Aber ich weiß halt noch nicht, will ich jetzt wirklich gerade diesen Weg hier gehen, weil so, das wäre halt alles viel schneller, wenn ich die Ventilatoren einfach nutzen würde. Und hier scheint nichts zu kommen, das ich speichern kann. Also, da kommt halt nichts. Da kommt halt überhaupt kein Dings, ne? Ich weiß nicht, ob ich da jetzt hin will. Weil wenn ich jetzt runterfalle, ist es komplette Zeitverschwendung, was ich hier treibe. Und ich wollte es jetzt eigentlich gerade gar nicht. Ich wollte was ganz anderes mit den Plattformen machen. Junge. Wo? Der da drüben, ne? Ja, der da drüben. Okay. Mann, beruhig dich. Oder schießt immer noch. Ah. Ich frage mich halt echt, was das für ein Ding ist. Kann das irgendwas? Ja, was ist das? Okay, der Pfeil ist weg. So, aber du machst jetzt einen Abflug. Bruder. Scheiße. Yes. Alter. Vielleicht kann man damit die Ventilatoren irgendwie erweitern, sodass die dann irgendwie stärker sind oder ich weiß es nicht. Ich habe die Dinger noch nie gesehen. Okay, so. Das fühlt sich halt gerade jetzt wie riesige Zeitverschwendung an. Ich gebe es ja zu. Aber ich will einfach ein bisschen gerade mal gucken. So, zack. Hä, womit hat er sich jetzt verbunden? Mit dem Boden oder was? Ach, mit der... LOL. Mit der Rakete. Wild. Oh, komme ich an den... Jetzt komme ich an den nicht mehr ran. Na, ist egal. Wir haben genug andere. Wir haben genug andere, die ich benutzen kann. Ist okay. So,
So, wo ist der nächste Pfeil, auf den ich achten muss? Was ist da? Da geht irgendwas hoch und runter. Treffe ich den von hier schon? Nicht mal ansatzweise. Okay, da ist noch einer. Scheiße. Nicht gut. Was hat er gerade getroffen? Kann ich mich mal hier ducken? Trifft er mich hier? Nein, okay. Ach, das geht einfach hier kaputt. Okay. Wenn ich jetzt da wieder vorgehe, sieht er mich dann wieder? Nein, aber jetzt sieht der mich. Aber das heißt, wenn der in meiner Reichweite ist, scheiße, bin ich auch in seiner. Fuck. Mann! Gib mir Ruhe. Ich treffe den noch überhaupt nicht. Keine Chance. Ah, die sind alle zu weit weg. Oha! Scheiße. Nicht, was ich wollte. Nicht, was ich wollte. Mann, was machen wir hier gerade 20 Minuten lang? Das ist doch Müll. Ich wollte halt da rüberkommen. Aber ich hätte einfach den normalen Weg gehen sollen. Mit Ventilator und Konstrukt und zusammenbauen. Es tut mir leid. Okay, so. Jetzt habe ich eh das Problem, dass die Dinger nicht mehr da sind. Jetzt muss ich mir eh anders helfen. Okay, pass auf. So, die setze ich jetzt erstmal hier ran. So, die interessiert mich noch nicht weiter. Und mit der wollen wir jetzt bis darüber schießen am besten. Das heißt, die packen wir hier ran. Das ist nicht die Richtung, in die ich möchte. Nicht ganz. Das könnte schon besser funktionieren. Wobei, ich glaube, der driftet mich gleich ganz woanders hin. Aber wir gucken mal, was passiert. Hä? Okay. Das ist natürlich auch eine Idee. Ich gehe einfach in die Luft und fliege rüber. Soweit habe ich überhaupt nicht gedacht. So, was ist jetzt dieses Ding? Ach, das ist so ein Ding. Okay, das kann ich drehen. Why? Habe ich schon mal ein verrostetes Schwert fotografiert? Ja. Hier ist ein... Hier ist doch ein Schrein, das wusste ich. Hä? Okay. Bringe den Kristall, den das Licht zeigt, dem Schrein da, dann schenken wir dir ein Licht, das die Finsternis bannt.
Yo, what? Okay, hier ist eine Schreinquest. Aber damit habe ich jetzt hier meinen Teleport, den ich gesucht habe. Sehr gut. So, aber was muss ich jetzt hier tun? Ach, hier ist so ein Ding. Okay. Fotografieren wir den mal kurz, den Kollegen hier. Also muss ich da drüben irgendwas machen? Oder wie? Oder was? Oder wo? Ich check noch nicht so ganz. Was dieses Ding jetzt kann. Warum ich das hier drehen sollte, so. Ich will mal kurz ausprobieren, ob ich mich damit transportieren kann oder ob das mir wehtut. Alles klar. Ich kann mich damit transportieren. Sehr schön. Okay, so, was haben wir denn jetzt hier? Ein Topf. Mit nichts drin. Ich gehe jetzt einmal wie immer außen rum. Ihr kennt mich. Und dann gehen wir in den großen Baumstamm. Wahrscheinlich geht es da weiter. Oh, hier ist auch ein großer Baumstamm. Und da geht es nicht weiter. Ja. Okay, ist hier irgendwas drin im Krog? Das ist jetzt weniger die große Quest hier. Aber kann man auch mal gerade machen. Sehr schön. Zack. Aber ich meine, von hier aus müsste ich doch jetzt auch zu dieser Blume sehen. Genau, zu dieser Blume da sehen können. Was hat's mit der auf sich? Ist das die Richtung? Nein. Das ist die Richtung. Genau, da. Da leuchtet auch irgendwas. Komme ich da hin von hier aus? Ja, komme ich. So, wo ist die jetzt? Weg ist sie. Da, doch, direkt gerade vor mir. Direkt gerade vor mir ist sie. Okay, dann gehen wir da jetzt mal hin. Ach, was mache ich denn für Quatsch? So. Nein. Let's go. Das sollte reichen. Locker. So, was ist das jetzt hier für ein Ding? Untersuchen. In die Steintafel ist ein auf Altalianisch verfasster Text eingraviert, den du nicht verstehst. Danke. Cool. Cool. Ich habe was gefunden. Es bringt mir leider noch gar nichts. Geil. Ah, schade. Das ist jetzt wirklich schade. Weil dann ist mein Erfolg schon wieder dahin.
Ja. Okay. Dann wissen wir, dass wir hier wieder hinkommen müssen, wenn wir Hallianisch verstehen. So, keine Ahnung. Ob wir das irgendwann verstehen. Oder müssen wir jetzt aber uns nochmal hiermit beschäftigen? So. Ich meine, das leuchtet da mitten rein. Aber was will mir der Künstler damit sagen? Und warum sollte ich das in eine andere Richtung drehen können? Hä? Oh, ist das über mir, das andere Ding? Ich sehe nämlich auch. Nee, das ist unter mir. Hä? Wo ist denn das dann? Hä? Ich bin confused. Auf der Karte ist hier eine Map. Eine Insel. Guck mal, die ist unter der. Die ist hier drunter. Aber die ist hier. Wo soll die denn sein? Da hängt eine Truhe in der Luft. Was? Ach, hier! Lol, hier ist einfach noch. Hier sind solche Ballons, okay. Die könnte ich ja tatsächlich für da unten gebrauchen. Ne? Könnte ich ja tatsächlich für da unten gebrauchen. Wenn ich halt wüsste, was dieses Ding kann, was das ist. Ja, das weiß ich, was das ist. Na, das ist so ein Flammenwerfer. So. Wenn ich den jetzt an den Flammenwerfer dran packe, ist er dann irgendwie stärker? Hat er dann mehr Energie oder sowas? Ah, lol! Das ist eine Batterie. Das funktioniert wie eine Batterie, ohne dass meine Batterie dann. Okay. Ja, jetzt haben wir gelernt, was die Dinger sind. Guck mal, jetzt geht es leer. Ich verstehe. Oh, und dann geht's kaputt. Okay, also die füllen sich nicht wieder auf, die gehen einfach leer. Aber das sind sozusagen tragbare Batterien, wenn man so will. Okay. Gut. Ja. Ist jetzt nicht, was ich gesucht habe, tatsächlich, aber ist interessant. Okay, wir machen jetzt mal Folgendes. Da unten ist ja auch dieses Ding, was ich anschauen wollte, ne? Genau. Sehr gut. Und das ist genau hier über den Ballons. Das ist sehr praktisch. Ah, und so funktioniert es dann, dass die. Lol. So kann man dann sich da praktisch. Alter, ist das sick alles. Will ich das da oben haben oder warum kann ich mit dem da hochfliegen? Oh, das ist aber sofort leer. Oha. Wir kommen kaum richtig hoch. Ei. Ja, der ist auch gleich leer. Wie hoch sind wir jetzt? Ja, das ist nicht.
Das ist nicht, wo wir hinwollen. Aber es macht ja eigentlich nichts, wenn meine Batterie runtergeht, weil meine Batterie kann ja runtergehen. Der Punkt ist ja der, wir stürzen dadurch ja nicht ab, sondern wir bleiben ja in der Luft. Na? Und dann kann ich ja trotzdem einfach, hier kann ich rein. Okay, da kann ich rein, dann ist da wahrscheinlich die Kugel, um die es geht. Ich wollte jetzt kurz die Truhe holen, die ich dann am Rand gesehen habe. Hier drüben ist die. Ah, komm ich jetzt nicht ran, ne? Also das ist natürlich wieder dumm, weil ich nicht mit dem Ding nach links und rechts kann. Ja, dann scheiß drauf. Dann gehen wir jetzt erstmal hier rein. Dann ist hier drin nämlich die Kugel, um die es wahrscheinlich geht. Für den Schrein. Ja. Hier leuchtet's nämlich. Ja, das Ding ist das, was ich... Das brauche ich für den Schrein. Das muss ich zum Schrein bringen. Ach du Scheiße. Willst du mich verarschen? Ach du Scheiße. Oh, jetzt muss ich hier so ein Ding bauen. Da habe ich ja gar keine Lust zu. Okay. Okay, pass auf. Machen wir als erstes mal den hier. So ein Ventilator können wir uns ja mal mitnehmen. Der tut ja nicht weiter weh. Dass wir ein bisschen zumindest fahren können. Muss ja auch nicht weit sein. So, schön mittig anbringen. Genau so. Perfekt. So. Ist da noch ein zweiter? Ja, Tatsache. Okay. Den nehmen wir auch nochmal mit. Oh, ich habe eine ganz andere Idee noch gleich. Ich habe noch eine ganz andere Idee. Zack. Sehr schön. Dann ist die Ersatzbatterie zumindest für irgendwas gut. Was ist da noch? Oh, so ein Steuergerät. Ja, komm, ist in Ordnung. Ist okay. Vielleicht kann ich mir dann sogar einiges vereinfachen, was ich gerade machen wollte. Ich glaube, mit dem Steuergerät kann ich mir einiges vereinfachen. Das habe ich nicht gesehen, dass da eins ist. Ich glaube, damit kann ich mir wirklich einiges vereinfachen. Ist hier sonst noch irgendwas Spannendes? Nein? Okay. Gut. So, Ziel ist jetzt einmal zur Truhe zu kommen. Nee. Nee. Das ist jetzt das erste Ziel. Einmal zur Truhe zu kommen. So. Und das andere Ziel, ja, ne? Alter, ich tasten. So.
Und das andere Ziel wäre. Hä, komme ich da nicht ran jetzt oder was? Hä, ist das jetzt wirklich zu weit weg? Lol. Ich bin direkt drunter, aber ist okay. So. Hallo. Okay, also jetzt einmal hier anbrennen, dass es auch ein bisschen in die Luft geht, das Ding. Und dann let's go. Es geht jetzt nicht ganz, wie ich das wollte. Weil jetzt von der Truhe wieder weiter weg sind, aber dann ist mir die Truhe jetzt auch erstmal egal. Dann bringen wir jetzt erstmal den Kollegen nach Hause, ist auch in Ordnung. Dann machen wir es aber gleich richtig. Easy. So. Jetzt muss ich nur an den Kristall wieder rankommen. Aber das sollte von hier aus nicht das Problem sein. Wieso komme ich da jetzt nicht ran? Ich will nicht runterfallen. Hä? Also, wie nah muss denn der Kristall jetzt an mich ran, dass ich den wieder haben kann? Jetzt. So. Die unkonventionelle Methode. Die unkonventionelle Methode. Wunderbar. Sehr, sehr schön. Ich hoffe, dass das jetzt ein Schrein ist, wo es einfach nur die Belohnung gleich gibt. Ah, wunderbar. Dir, dem Darbringer des Kristalls, schenkt mir ein Licht, das die Finsternis bannt. Also bitte Belohnung schreien und kein großer Stress. Das wäre sehr schön. Schauen wir mal. Dann hätten wir zumindest etwas in dem Part erreicht, wenn auch nicht das, was ich wollte. Oh, ich wollte gerade sagen, das ist eine ganz andere Art von Schreien. Ja, das ist einfach nur ein Belohnungsschreien. Die sehen ja richtig cool aus. Sehr schön. Topaz, jawohl. Kraft von Blitzen enthält. Also mit einem Topaz, jetzt haben wir das hier nämlich. Mit einem Topaz kann ich dann nämlich einen Blitzstab auch erzeugen. Jetzt haben wir ja gelernt, dass wenn wir solche Edelsteine als Synthese verknüpfen, dass wir dann auch diese Elementeffekte bekommen. Das ist eigentlich voll cool, dass man jetzt so Feuerstab, Eisstab, Blitzstab, dass man das jetzt einfach basteln kann, ohne dass man solche Pyromagos besiegen muss. Und da ist das Licht, das die Finsternis bannt. Sehr schön. So. Prima.
Okay. Den Krog da oben haben wir. Ich denke, was anderes ist da oben nicht weiter. Jetzt würde mich Folgendes interessieren. Kann ich... Und das würde mich sehr freuen, wenn ich das könnte. Auch so an diese Truhe rankommen. Also die hängt hier so, ja. Aber von hier komme ich nicht ran. Ja gut, dann muss ich zumindest den Kollegen hier benutzen. Komme ich jetzt ran? Nein. Ah, ärgerliche Momente. Jetzt habe ich blöderweise den Ventilator darunter gefetzt, ne? Ich kann hier leider nirgends stehen, ne? Ja, scheiße. Da ist scheiße. Okay, jetzt gucken wir mal, wie weit ich den Kollegen... Oh, ich kann den schon gar nicht mehr... Wow. Also die Reichweite von diesen Fähigkeiten ist nicht sehr hoch. Das muss man ja mal zugeben. Das ist schlecht. Okay, anders. Wir machen das anders. Stopp. Die Richtung ist okay. Ja, die Richtung ist sehr okay. Zu weit. Stopp. Okay, nur kurz anstupsen. Okay, das ist optimal, oder? Ist die genau über uns? Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Okay, pass auf. Nice. Yo, yo. Yo, was ist das? Ich habe jetzt halt irgendwas nicht so Wichtiges. Was ist das? Eine Landkarte, die offenbar vor langer Zeit angefertigt ist. Sie weist den Weg zu einem Ort, aber was mag sich dort nur befinden? Yo, was? Okay, man findet, es gibt auch so Schatzka. Oha! Oha! Truhen sind, oh mein Gott! Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Ich wusste nicht, dass es sowas. Holy moly! Truhen sind gerade so viel wichtiger geworden. Lol. Okay. Okay. Ist in Ordnung. Oha.
So, und jetzt habe ich nämlich für hier unten. Habe ich jetzt nämlich meinen Dings, um Dings zu machen. So, rein da. Hallo? Ich will doch nur da rein in den... Ach, warte, da fehlt der... Das ist gar nicht der Korb, wo ich reingehen kann, ne? Kann ich da trotzdem draufstehen irgendwie? So ein bisschen? Das ist jetzt schlecht. Ah, oh, das ist jetzt doof. Oh, das funktioniert gar nicht. Ich dachte, ich kann mit dem hochfliegen. Wait, habe ich den falsch gebaut? Der müsste doch so hochfliegen, theoretisch, nicht? Der Hill. Ja, ich bin dumm. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Warte, 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 warte. Der Wind muss natürlich in den Ballon rein. Jetzt müsste zumindest der Ballon fliegen können, oder? Also rein vom Konstrukt her. So, ich kann damit nicht hochfliegen, habe ich kapiert, weil ich doof bin. Ey, so kann nur ich fliegen. Okay, jetzt ist die Frage die. Ist das Ding stark genug, um mich hoch genug zu bringen? Weil ich wollte das eigentlich anders machen. Aber vielleicht kann ich ja so auch was sehen, notfalls. Ja, das ist halt überhaupt nicht hoch. Ah, das ist nicht, was ich wollte. Aber ich habe jetzt hier auch nichts. Ach, scheiße. Ich habe jetzt hier auch nichts, was mir hilft. Ah, das ist so ein Müll. Ah, die Batterie lädt sich noch auf. Ist okay. Ey, das ist überhaupt nicht hoch. Ne, das bringt nichts. Okay. Dann gehen wir nochmal. Hier hin. Ah Mann, ich will doch nur diese scheiß Träne finden. Und dafür muss ich aber eine Möglichkeit haben, ordentlich auf dieses Ding zu gucken zu können, ohne dass mich irgendwas ablenkt und stresst. Vielleicht, okay, ich probiere es mal von der Plattform aus. Ohne Ballon, ohne den ganzen Kram. Vielleicht reicht die Plattform selbst ja auch schon aus. Kann ja sein. Wäre ja auch sinnvoll. So. Wäre ja grundsätzlich nicht verkehrt. Weil von hier oben sieht man es ja theoretisch, ne? Aber hier ist nichts. Hier ist gar kein Korb, ne? Hier ist gar kein Korb. Das ist dann für die Dinger gewesen. So wie es hier halt gebaut ist, das ist für die Dinger gewesen. Aber die kann ich nicht runterfallen lassen erstmal. Ah, das ist doch doof. Weil das könnte ich natürlich auch gut nutzen, ne? So, keine Frage. Aber so ist es natürlich blöd.
Aber von hier, also das ist halt nicht. Das ist halt, glaube ich, noch zu hoch. Na, ich glaube, von hier aus erkenne ich noch nicht dieses, wo die Träne sein könnte, sollte. Ich glaube, das. Ich weiß es halt nicht, aber ich sehe sie nicht. Also, wenn ich sie von hier aus sehen könnte, sehe ich sie nicht. Warte, das Ding ist ausgefüllt. Ist es das? Das Ding ist ausgefüllt. Ist es das? Wenn es das ist, dann cool. Das ist das Einzige, was ausgefüllt ist. Das ist das Einzige, was ausgefüllt. Ich hab's gefunden. Jetzt habe ich es endlich kapiert. Jetzt habe ich es endlich kapiert. Okay, jetzt bin ich sehr gespannt, was wir sehen. Jetzt bin ich sehr gespannt, was wir zu sehen bekommen. Endlich halte ich ihn in meiner Hand. Seine Kraft in meinem Innern. Leute. Nee, die können gerne wegbleiben. Sonja! Du kommst zu spät, Frau. Eure Macht gehört nun mir. Ihr hattet kein Recht, sie mir zu verwehren. Vom heutigen Tage an ist dieses Geschenk der Götter mein eigen. Und dein armes Weib, sie wurde zum Opfer deines Stolzes. Dein Glaube, mich unterwerfen zu können, war der erste Schritt in deinen Untergang. Ganondorf! Auf! Eure Gemahlin braucht euch. Yeah.
Holy shit, sind diese Sequenzen einfach nur geil. Oh mein Gott. Das war so eine gute Sequenz. Also da ist eine ganze Menge passiert, während wir weg waren. Holy shit. Das war krass. Das war richtig krass. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Alte Karte mal eins. Boah, es gibt so viel, was ich machen möchte. Ich komme nicht klar. Und tschüss.